Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich wurde von Winnie gefragt, meine Gedanken über Liebe, Eigenliebe, Gesundheit und Heilung zu teilen. Und am leichtesten geht mir das halt auch immer mit einem Video. Für mich ist es so, dass Liebe das die höchste Energie ist, die es gibt. Das ist die universelle Energie, das ist die Schöpferenergie. Das ist die Energie mit der höchsten Schwingung, die wir im Universum erfahren können. Und diese Energie ist eben dies, wir sagen, aus meiner Sicht sagen wir zu dieser Energie Liebe, weil das eigentlich das Gefühl, das zu dieser Energie dazugehört, weil zu der Energie gehört ja auch immer ein entsprechendes Gefühl, dass das Gefühl, das dazugehört, eben Liebe ist. Und was wir oft, ja, ich sag mal, falsch oder bedingungsvoll eingeschränkt denken, ist, dass Liebe im Zusammenhang mit anderen Menschen passiert, weil wir eben dort, wenn wir einen Menschen lieben und verliebt sind, dann haben wir keine schlechten Gedanken, dann sind wir bedingungslos und können auf den anderen von Herzen und offen eingehen. Und was dann passiert ist, wenn der andere, hallo Steve, wenn der andere auch sein Herz öffnet, dann entsteht dieses großartige Gefühl von Liebe zwischen zwei Menschen und wir erhöhen unsere Schwingung, unsere Frequenz. Und aus diesem Grund kennen wir das halt hauptsächlich aus diesem Zusammenhang. Und jetzt hat er auch noch gefragt, ja, eben Eigenliebe. Eben, wenn wir wissen, dass Liebe eigentlich nicht in der bedingungslosen Liebe entsteht, so wie wir das im Sprachgebrauch kennen, dann wissen wir, dass eigentlich Eigenliebe nichts anderes ist als die Verbindung zur Quelle, zum Feld, wie sie Dr. Joe Dispenza nennt. Weil wenn du in dem Feld bist, das Feld ist in dir und du gehst in dem Feld auf, dann passiert eben dieses Gefühl dieser Liebe in dir aufspringen. Du merkst, wie sich dein Herz öffnet und wie du eigentlich auch überhaupt keinen negativen Schlechtfall. Hallo Renate! Negativen und schlechten Gedanken mehr denken kannst. Und das ist ja das Großartige an den Meditationen und auch an der Atmung von Dr. Joe Dispenza, dass es ein Weg, es ist nicht der einzige Weg, selbstverständlich, ein Weg ist, der uns dazu bringt, diese Verbindung herzustellen mit der höchsten Energie, mit der höchsten Schwingung. Und in dieser Verbindung liegt eben auch die Heilung respektive die Gesundheit. Weil wenn wir keine Energie mehr binden für Angst und Sorgen, dann wenn wir diese Gedanken loslassen, dann haben wir mehr Kapazität und wir sind wieder frei, haben mehr Möglichkeiten, die Energie in uns fließen zu lassen, um so auch den Körper wieder in seinen ursprünglichen eben heilen und auf Englisch heißt es whole, seinen ganzheitlichen Zustand, dass er ganz ist, dass er ganz verbunden ist mit der höchsten Energie, die wir haben und die für uns so wichtig ist, die Lebensenergie, die uns kreiert hat, aus der wir entstanden sind, die wir sind. Und er sagt auch immer, der Dr. Joe Dispenza, High Genius, weil in dem Moment, wo wir in unsere Kraft treten und mit dieser höchsten Schwingung verbinden, sind wir ein Genie. Denn mit dieser Energie wird alles kreiert. Wir sind eben, wenn wir mit dieser Energie verbunden sind, erkennen wir, dass wir eigentlich keine Materie sind, sondern dass wir aus Energie entstehen. Und wenn unsere Schwingung erhöht ist und unsere Frequenz erhöht ist, dann schaffen wir es auch, unseren gesunden und heilen Zustand wiederherzustellen. Und
Das ist für mich eigentlich die Krux und das, was das bedeutet, Liebe, Eigenliebe. Letztendlich geht es wirklich nur darum, um uns mit dem zu verbinden, was wir wirklich sind, mit dem, wo wir herkommen, aus dem Feld des Göttlichen, aus dem Feld, wo eben nur diese Schwingung zulässt, dass wir göttliche Gedanken haben und uns ins Vertrauen hingeben und unser Herz öffnen und aufhören versuchen, alles auf dieser materiellen Ebene in Ordnung zu pressen und zu machen und zu tun, ohne erst uns mit der Energie zu verbinden, dessen, was wir wirklich wollen, sei es Gesundheit, sei es eine glückliche Beziehung, und dort kreieren. Wir müssen einfach diesen Gedanken fallen lassen, dass unser Leben dadurch entstanden ist, weil wir manipuliert haben, weil wir gemacht haben, weil wir getan haben. Und das ist einfach diese Idee, die absolut nicht stimmt und die zu so vielen Burnouts führt, die zu so vielen Krankheiten führt, weil wir meinen, wir müssten uns stressen und auspowern, um die Dinge zu erreichen, die wir wollen. Und wenn wir eben durch diese Meditationen mal erkannt haben, dass da tatsächlich noch ein ganz anderer Raum besteht, in dem tatsächlich die Creation auf Englisch stattfindet, also die Schöpfung auf Deutsch stattfindet, dann können wir wirklich diese ganzen Stress und diese Werkzeuge loslassen und erkennen, dass eben so viel auf energetischer Ebene stattfindet, und zwar im Zusammenhang mit unserem Verstand, mit unseren Intentionen, mit unseren Absichten auf jeden Fall. Dafür ist ja unser Hirn da. Nur, es muss nicht davon abgelenkt sein, was hier im Moment noch passiert, sage ich, in dieser dritten Dimension. Wie die Leute versuchen, Dinge hinzukriegen, die auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Wir sehen es ja, überall kommen wir an Limite. Warum gibt es diese ganzen sogenannten unheilbaren Krankheiten? Weil sie auf eine Art und Weise versucht werden zu heilen von der westlichen Schulmedizin, die nicht funktioniert, wenn nicht das Zusammenspiel da ist. Und ich weiß es hundertprozentig, weil ich eben auch diese Voodoo-Verfluchungen hatte, wo ich geflüchtet bin von den Ärzten und mir alle gesagt haben, mit noch nicht mal 50 Jahren, ich brauche eine künstliche Hüfte. Und ich wusste so genau, dass ich das nicht brauche und dass ich einfach mich heilen muss, meine Gedanken und Emotionen, meine Vorstellungsweise. All das muss ich immer noch heilen. Ich glaube nie, dass es fertig ist, weil wir bringen eben dadurch, dass wir uns selber heilen, uns verbinden mit dieser Liebe, mit der höchsten Schwingung, erhöhen wir die Schwingung in unserer Gesellschaft auf dieser Welt und das Leben wird besser, es wird einfacher für all die da sind, die noch kommen werden. Und ich sehe das als ganz, ganz große Aufgabe, zu sagen, es ist für alle da, es ist so genug und mit dem könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber macht doch meines Gütes Willen das draus, was ihr möchtet und nicht das, was ihr aus Angst befürchtet. Und das ist für mich das, was Liebe, Eigenliebe heißt, was Gesundheit und Heilung bedeutet. Und es ist so einfach. Es braucht einfach nur die Verbindung zum Göttlichen, zum Schöpferischen, die Öffnung dazu, den Glauben und die Meditationen von Dr. Joe, die lass uns erfahren, andere Meditationen auch, aber wenn du es einmal gespürt hast, was plötzlich für eine Kraft und Energie auch noch da ist, außer dem, was du siehst und wahrnimmst, wenn du dich damit verbindest, das ist wie wenn du einen Stecker in die Steckdose steckst, plötzlich kommt da wow, ein Riesenstrom raus. Nur wenn du versuchst mit dem Staubsauger deine Wohnung zu saugen, aber du steckst nicht ein, oh mein Gott, ist das anstrengend, das geht ja fast nicht. Und genauso ist es beim Leben, beim Gesundwerden, beim Dinge zu erreichen, Beziehung, Job, was auch immer, musst den Stecker in die Steckdose stecken, dann geht's leicht. Und um das geht's bei mir. Und das
für mich, das ist meine ganz persönliche Meinung und das habe ich eigentlich auch für den Winnie aufgenommen und ich denke mir immer, wenn es einer fragt, dann möchten sicher andere auch noch wissen und deswegen habe ich jetzt das Video hier aufgenommen, aber es ist keine ausschließliche Meinung, vielleicht stimmst du bei den einen oder anderen, vielleicht gibt es da noch dazu zu sagen, noch andere Worte, andere Perspektiven. Ich möchte euch ermutigen, schreibt sie auf, sprecht, sagt, helft den Menschen. Wir sind hier, unsere Erfahrungen zu teilen und uns das Leben besser und einfacher zu machen. Weil in der Sackgasse, wo wir jetzt stehen, wollen wir doch alle nicht bleiben, oder? Also, alles, alles Liebe für euch und einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao.